So, willkommen zu einer Guck mal, ein Verbrechen. Ich habe gar keine weißen Gummischuhe an, aber trotzdem kurze Hose, weil bei den blöden Gummischuhen, da sind immer so viele Löcher drin. Momentan ist der Schnee so tief, dann hast du ständig nasse Socken. Das ist immer voll doof, wenn du immer zu erkältet bist und die Kinder ansteckst, ne, im Haushalt. Deswegen verzeiht mir, dass ich komische Schuhe anhab. Aber willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Jetzt guckt euch doch mal hier um. Seht ihr das? Überall Wege, überall nichts. Ich spiele nämlich gerade hier Arctic Warrior. Das heißt, ich laufe jetzt mal da hoch. Scheiße, jetzt sieht man bestimmt die Blocks im Hintergrund. Ich laufe jetzt mal da hoch. Bei mir hat jetzt diese Kampfwoche angefangen, das Kampf-Event. Kampf-Event, Kampfwoche, irgendwas, wie auch immer genannt. War ja sehr verwirrend. War angekündigt, dass es 2 Tickets gibt. Für 1 Dollar und für 2 Dollar. Dann wurde das eine Ticket gestrichen. Das 1 Dollar Ticket. Das 2 Dollar Ticket gab es trotzdem noch. Die Leute meinten, nee, Schilling hat gesagt, es gibt keine Tickets. War wieder ein riesen Trara, keiner wusste was wie wo. Ich habe jetzt aber ein Ticket bekommen. Und zwar von Smaugo. Wenn ich mal auf mein Profil gehe, sehe ich hier mein Buddy, der heißt jetzt Smaugo. Denn Smaugo hat mir das 2 Dollar Ticket geschenkt. Das waren 2,49 €. Und in diesem Ticket, oh, du kannst so richtig gut hier laufen. In diesem Ticket ist auch eine Forschung mit dabei. Und es gibt sowieso 2 Sammelherausforderungen. Und es gibt eine kostenlose Forschung. Und das wollen wir irgendwie in dem Video jetzt alles machen. Aber irgendwie vorher muss ich mit euch hier noch durch diese Schneelandschaft watscheln. Ich war hier noch nie, ich bin hier noch nie lang gelaufen. Ich laufe jetzt gerade hier lang. Und es ist halt einfach nichts. Es ist nichts. Nirgendwo ist was. Es ist nichts. Aber es geht immer zu irgendwie wieder so ein Hügel hoch. So, ich stelle mich jetzt mal so hin. Wir gucken jetzt mal hier rein, was wir hier haben. Wir haben hier nämlich diese kostenlose Forschung, die für jeden verfügbar ist. Kämpfe 5-mal in der Go-Kampfliga. Kämpfe 10-mal in der Kampfliga. Ihr müsst nicht gewinnen. Ihr könnt einfach kämpfen. Ihr könnt ein WP10-Team nehmen. 3 Pokémon WP10 rein. Ihr fallt direkt um. Fertig. Nächste Runde, nächste Runde, nächste Runde. Macht das 10-mal, dann seid ihr fertig. Setze 10 sehr effektive Ladeattacken ein. Könnt ihr auch bei Arenenkämpfen machen. Wenn ihr eine Arena seht, eine blaue und ihr seid gelb, ihr seht, da sitzt eine Hetera drin, nehmt halt einen Kampf-Pokémon, knüppelt da ein paar Mal drauf, ist auch schnell fertig. Oder wenn ihr den täglichen Raid macht gegen irgendwas, könnt ihr da auch die Pokémon nehmen. Oder ihr spielt halt die GBL richtig. Verwendet 10 Power-Ups bei Pokémon. Müsst ihr halt mal gucken, ob ihr irgendwas findet, was ihr Power-Up möchtet. Wenn ihr gerade nichts habt, gehe ich immer auf WP sortiert, aufs Kleinste und mache da Power-Ups. Das sieht dann ungefähr so aus. WP sortiert, das Kleinste. Und hier kann ich jetzt 10 Bonbons draufhauen. Dann habe ich 3600 Staub verbraucht und 10 Bonbons und habe die 10 Power-Ups schon fertig. Also so mache ich das, gerade wenn beim C-Day oder so immer eine Aufgabe ist und ich nicht extra Zeit habe, großartig was rauszusuchen, mache ich die Power-Ups immer so. Hier gibt es auch eine Mütze, hier gibt es 3 Sonderbonbons und es gibt eine Top-Lade-TM. Das ist richtig brutal, weil die ist mega selten, die ist sonst auch mega teuer, wenn ihr die am C-Day kaufen wollt. Und ihr kriegt eine wieder hier hinterhergeschmissen, das feiere ich. Die Mütze werde ich wahrscheinlich nicht aufsetzen, die Bonbons finde ich cool. Das ist die Forschung, die ich durch das Ticket bekommen habe. Gewinne 3 Raids. Da will ich gucken, dass ich einen Voldolos Raid als 3. Raid mache und vorher für mich selber 2 Raids privat. Irgendwas für die Medaille, wo man verschiedene Raids machen muss. Krypto Knacklion zum Beispiel habe ich noch nie gemacht. Duo Dino müsste in den Raids sein. Da möchte ich, glaube ich, auch für die Drachenmedaille und für die verschiedenen Raids mal einen machen. Dann haben wir hier besiege 4 Team Go Rocket Rüpel. Verwende 25 Power-Ups.
dann gibt es am Ende hier auch nochmal 2 Raid-Pässe. Das heißt, wenn ich heute 3 Raids mache mit dem täglichen und 2 grüne Verbrauch, kriege ich die 2 grünen direkt wieder zurück. Das passt also auch. Ihr habt dann noch eine Sammler-Herausforderung. Da müsst ihr Mankey fangen, dann einmal zu Rasaf entwickeln, dann nochmal Zurukex, Schlurp und die Utesto. Plus die 2. Fangherausforderung, Mankey, was ihr dann zu Rasaf entwickeln müsst. Das heißt, wenn ihr das oben einmal macht, ist das unten auch gleich fertig. Und dann noch zu Biris, Gorgler und Karadonis. Das ist alles. Das wollen wir jetzt fertig machen. Und dann wollen wir das Ganze abholen. Hier sitzt schon ein Zurukex. Da können wir einen Ball drauf werfen. Das zählt schon zu dieser Sammler-Herausforderung dazu. Hier sind... Guck dir das an, Sascha! Sascha, guck dir das an! Das sind Wolfsspuren! Wolfsspuren! Wie eine Autobahn, das werden immer mehr. Guck dir das an, das ist auch geil, das hört nicht mehr auf. So, zurück zu uns. Das Zurukex ist auf jeden Fall drin. Und ich finde es so genial, wenn ihr einfach in eure Nearby-Liste reinschaut, seht ihr schon, wenn da Pokémon sitzen, an welchem Pokémon dieses komische Abzeichen ist, das sagt euch direkt, dieses Pokémon braucht ihr für eure Sammlerherausforderung, könnt gezielt dahin und könnt die mitnehmen. Ich fange jetzt ein bisschen, ich kämpfe jetzt ein bisschen, ich lasse verlieren, ich pushe noch was und dann melde ich mich zurück, wenn wir das ganze Zeug abholen und würde sagen, Dankeschön an Smaugo, nochmal hier, Dankeschön an Smaugo für das Ticket. Ich habe schon gedacht, wirklich, es gibt keins. Ich bin jetzt eigentlich froh, dass es eins gibt. Ich nochmal 2 Raids extra machen kann, weil Raiden immer noch am meisten Spaß macht. Jetzt guckt euch nochmal die Landschaft an. Guckt euch nochmal an. Im Nix, da gibt's nur Rauch. Ihr müsst rauchen, genau, und dann kommt vielleicht was. Ansonsten melde ich mich gleich zurück, wenn wir alles abholen. So, wir sind jetzt hier angekommen beim Getränkequelle-Ding. Also das steht dort, Getränkequelle Ding. Da ist der Teddy, da ist der Alta Shop, Alta. Und hier ist das süßeste Rehkitz der Welt. Guckt es euch doch mal an mit seinen Augen. Und hier ist Bruder Schwester, also hat er keinen Bock mehr drauf, hat er gesagt. Wir, ist das überhaupt? Ach du Schatz, das ist Mining, guckt dir es an. Das ist Miningen. Wir wollen jetzt hier, jetzt muss ich noch mal hin, was ist das denn? Trüffelpralin, richtig genial. Und Mozzarella. Wir wollen jetzt hier noch einen Raid machen, weil Voltolos ist gerade hier. Und hier werde ich dann auch die Belohnungen abholen, weil ich brauche noch einen Raid. Ich habe vorhin Raids gemacht, ich brauche aber noch einen Raid. Ich bastel euch jetzt hier hin, dass ihr hier das Raid-Kit hinten dran habt. Und jetzt melde ich mich gleich im Raid zurück. So, 8 von 11 Leuten sind bereit. Super Sani, Samyang Bulldog, Bladentiers, Henry Nicky, Svegodat, Methodius, Schnippizza, Kaiser Kai, Itchotomo, 0 Max 6 und der Banero Lime. Was für ein Glück für 0 Max 6, den ich von Sandras Account geedit habe und wo ich gesagt habe, die ist nicht so aktiv und jetzt gefühlt schon 2 Tage hintereinander hat sie ihn zu einem Raid eingeladen und weiß gar nicht, wer das ist, weil die einfach auf online geht und dann ist ja alphabetisch 0, Max 6, ganz oben. Und dann drückt die einfach immer die ersten 5 an und er ist gefühlt immer dabei, also. Ist nicht so aktiv, wird bei jedem Raid eingeladen. Wir machen jetzt das Ding und gucken mal, wie gut das ist. So, da ist er besiegt, da schrumpft er zusammen, das müsste der 3. Raid sein. Ich habe heute extra 2 grüne Pässe investiert, damit ich dann durch das Ticket ja wieder 2 grüne krieg. Ich habe einen Duodino-Raid gemacht und ich habe einen Gyarados-Raid gemacht. Duodino zählt auch zu meiner Drachenmedaille, die ich noch nicht auf Platin habe. Und beide Raids zählen zur Trainerhoffnungsmedaille. Es ist leider kein Shiny, es ist 2027. Wir fangen kurz und dann holen wir noch die Belohnungen ab. So, jetzt war ich leider gerade aus dem Bild, aber ich habe richtig schlecht geworfen und es hat sogar einen Critical Catch gezählt. Den nehmen wir einfach mit. Wir bewerten den. 2 Sterne, aber leichtestes und kleinstes. Das Beste bei Pupsi war, glaube ich, 2055. Wenn wir jetzt mal hier reingehen, können wir abholen, erstmal aus der Kampfwoche hier diese 7500 EP viermal. Dann haben wir jetzt hier die Sonderbonbons. Wir haben die Top-Lade-TM. Jetzt heißt, ich kann endlich mal eine einsetzen. Eine Kappe im Stil von Hin.
Das nehmen wir nicht mit. Wir haben hier unten. Ach so. Ich muss noch einen Menki entwickeln. Moment. Menki. Nehmen wir mal das Größte einfach. Ist jetzt egal. Wir nehmen einfach das Größte, machen das zu einem Menki. Ihr könnt ja jetzt in der Kampfwoche dann auch also dieses Epitaph, genau, Rasaft zu Epitaph entwickeln. Da müsst ihr 30 Geist-Pokémon besiegen. Ist das, glaube ich, Geist? Da könnt ihr aber auch gegen Pokémon, die in Arenen sitzen, kämpfen mit einem zweiten Account in der GBL. Das würde alles passen. Das steht aber hier nochmal da. Psycho oder Geist 30 Stück. Jetzt habe ich ja erstmal ein Rasaf entwickelt. Das heißt, hier unten die zwei Sammler-Herausforderungen sind auch fertig. Da gibt es Lade-TMs, da gibt es 3000 Staub. Hier gibt es nochmal 3000 Staub und Sofort-TMs. Nehmen wir alles mit. Und hierfür muss ich jetzt noch Power-Ups machen. Das heißt, ich gehe wieder auf WP, weil ich jetzt nichts anderes habe und mache hier nochmal Power-Ups. Hier mache ich einfach 10 Stück drauf. So, jetzt brauche ich noch 5. Nehmen wir einfach noch ein anderes und mache bei dem nächsten kleineren, was hier ist, nochmal 5. Dann habe ich mit ganz wenig Staub verblasen, trotzdem 25 Power-Ups gemacht. Die müssen nicht teuer sein. Ich habe jetzt nichts anderes, was ich sonst machen könnte. Wir nehmen nochmal 3 Sonderbonbons mit. Wir nehmen diesen Super Rocket Radar mit. Ne, den normalen Rocket Radar, der andere ist ja schwarz. Wir nehmen den Rocket Radar mit, wir nehmen jetzt hier nochmal den Staub mit, wir nehmen nochmal Staub mit und die 2 grünen Pässe. Dann sind wir theoretisch fertig mit dem ganzen Ding. Dann war das die Forschung zur Kampfwoche. Danke nochmal. Oh, hier wird 17, 18 wird draufgezählt. Danke nochmal an Smaugo für das Ticket, für die 2 Pässe, die ich gleich nutzen konnte, um 2 Medaillen weiterzubringen. Das ist auf jeden Fall richtig cool gewesen. So. Was sagt ihr zur Kampfwoche? Habt ihr Bock? Ich muss noch das Epitaph entwickeln. Vielleicht schneide ich das hier noch rein? Nein, das machen wir irgendwann mal in einem extra Video und hauen das dann raus. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut oder Ramses. Euer Ramses.